Für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Würde die Große Koalition bei der nationalen Tourismusstrategie ähnlich fleißig sein wie die 3 Millionen Beschäftigten in der Tourismusbranche, sie wäre schon heute eine Erfolgsgeschichte. Leider ist das Gegenteil der Fall. Nichtstun ist Handlungsmaxime von Schwarz-Rot. Wir Freie Demokraten wollen dagegen mehr Tempo, mehr Einsatz und mehr Herzblut für eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Und was mich am meisten ärgert, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, Ihre notorische Ambitionslosigkeit. Denn diese Haltung haben unsere Mittelständler, unsere Familienbetriebe im Tourismus, die über 300 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften und über 50.000 Ausbildungsplätze schaffen, wahrlich nicht verdient. Mit Wertschätzung hat diese Politik schon lange nichts mehr zu tun. Was ist bisher passiert? 4,5 Seiten Non-Paper. 4,5 Seiten Non-Paper mit Non-Inhalt. Das ist das magere Ergebnis von knapp einem Jahr Ihrer Arbeit. Die nationale Tourismusstrategie ist eine Blackbox bisher, von der keiner so recht weiß, wo die Reise am Ende hingeht. Die FDP-Fraktion will mit ihrem heutigen Antrag der Debatte den notwendigen Schwung und die inhaltliche Richtung geben. Wir wollen, dass bereits Ende des Jahres 2019 erste Maßnahmen umgesetzt werden. Und das gelingt nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir in den nächsten Monaten uns nicht in Detailfragen verlieren, sondern wenn wir uns auf die wesentlichen Kernherausforderungen der Branche konzentrieren und dabei, das ist besonders wichtig, den Mittelstand in den Fokus unserer Bemühungen stellen. Eine nationale Strategie, die muss erstens smarte Antworten darauf finden, wie wir den existenzbedrohenden Fachkräftemangel bekämpfen. Sie muss zweitens Antworten darauf liefern, wie wir die Digitalisierung für alle Akteure im Tourismus positiv gestalten und in die Fläche tragen. Und sie muss drittens Antworten darauf liefern, wie wir die immer schneller drehende Bürokratiespirale durchbrechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir finden, besser 4 Seiten konkrete Lösungen umsetzen, als 40 Seiten für die Schublade produzieren. Legen wir endlich mit der Arbeit los. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kurz vor der größten Tourismusmesse der Welt, der ITB, ist, glaube ich, ein guter Anlass, auch mal Zwischenbilanz der Wirtschafts- und Tourismuspolitik zu ziehen. Und diese fällt, wie sage ich es möglichst diplomatisch, verheerend aus. Die Großen gehen im Wirtschaftsministerium ein und aus, die Kleinen und Mittleren werden links liegen gelassen. Wir sind mit einer solchen Politik nicht einverstanden. Und ich will Ihnen das an 3 Beispielen illustrieren. Was hat der Bundeswirtschaftsminister gemacht, um die dringend notwendige Flexibilisierung von Arbeitszeiten voranzutreiben? Nichts. Was hat der Bundeswirtschaftsminister gemacht, um das seit Jahren schwellende Problem der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung für kleine und mittlere Reiseanbieter zu lösen? Nichts. Was hat der Bundeswirtschaftsminister getan, um die Bürokratielawine bei der Pauschalreiserichtlinie zu stoppen? Nichts. Deswegen, sehr geehrter Herr Altmaier, Sie sind für die Tourismusbranche die große Enttäuschung des ersten Regierungsjahrs. Und das war gar nicht so einfach bei der Konkurrenz im Kabinett. Meine Damen und Herren, es wird also höchste Zeit, dass die GroKo ihre Bewegungsstarre überwindet und die nationale Tourismusstrategie, immerhin ihr einziges Projekt im Koalitionsvertrag, zu einer Erfolgsgeschichte macht. Wir Freie Demokraten liefern dazu gerne Ideen, denn unsere großartigen Betriebe haben jede Unterstützung verdient. Vielen Dank, Marcel Klinge. Für die Bundesregierung